Heute ist Dienstag nach Pfingsten. Und eigentlich befinde ich mich jetzt bereits wieder auf einem Roadtrip mit Kanu, mit Klapprad und mit meiner Hündin Ava. Und zwar Freischnauze im Rhein-Main-Gebiet, Main-aufwärts, einschließlich Nebenflüssen wie zum Beispiel Fränkischer Saale. Aber zwei Dinge haben mich gerade gestoppt. Nummer eins, mein E-Bike funktioniert nicht mehr. Da scheint der Motor defekt zu sein. Deshalb bin ich hier gerade in Hanau bei Emotion. E-Bike Emotion, tralala, hier. Muss ich gucken, was Sache ist. Ja, und zweitens zieht eine heftige Gewitterfront aufs Rhein-Main-Gebiet zu. Da muss ich auch erst abwarten, was abgeht. Gestern mein E-Bike, mein Flyer-E-Bike, die Grätsche gemacht hat, beziehungsweise der Motor von einer Sekunde auf die andere nicht mehr unterstützte, nicht mehr lief und ich Mühe hatte, wieder ins Basislager zurückzukommen, zumal ich noch einen Anhänger dranhängen hatte mit Holz beladen, einen Docktrailer. Bin ich jetzt wieder happy, denn meine Recherchen haben ergeben, um ein vergleichsweise gutes Fahrrad zu bekommen, muss ich 6.000 Euro hinlegen. Ob das nun von Kalkhoff ist oder von Herkules oder besser von Riese und Müller, da muss ich 6.500 Euro rechnen. Die habe ich gerade nicht. Deswegen war ich jetzt in der Hoffnung, entweder ist der Motor noch nicht ganz futsch, und ich brauche einen Ersatzmotor. Bosch-Motoren sind verbreitet, weit verbreitet. Und dort, wo ich das Fahrrad gekauft habe, im Herborn, da bin ich jetzt weit von entfernt, bin ich das letzte Mal auch von einem dortigen Meister ziemlich schlecht bedient worden. Und deshalb bin ich hier nach Hanau gefahren, zu Emotion. Emotion Technologic, ja, so ähnlich. Hier in Emotion ist eine Fahrradladenkette, die gibt es überall in Gießen, in Tralala, und jetzt hier auch in Hanau, 30 Kilometer von Büdingen entfernt. Und hier war ich gerade in der Werkstatt und siehe da, ich wurde sehr zuvorkommend behandelt, bedient. Das heißt, der zuständige Meister kam gleich mit mir hier raus, hat sich das kurz gecheckt. Diese Firma Emotion verkauft keine Flyerbikes. Ich habe das Flyerbike hier auch nicht gekauft. Oft habe ich in den letzten Jahren erlebt, dass Fahrradshops für den Service, für die Inspektion, für Reparaturen immer nur die Fahrräder angenommen haben, die bei ihnen gekauft wurden. Also hier nicht der Fall. Natürlich ein bisschen Wartezeiten, aber die sind auch erträglich. Ich habe einen Termin nächste Woche Mittwoch am Tag vor Frohen Leichnam Feiertag. Das heißt, so lange bleibe ich jetzt hier auch im Bereich Büdingen-Hanau, sodass ich nächsten Mittwoch dort hier mein E-Bike abgebe. Das wird dann gecheckt, entweder instand gesetzt, wenn sich irgendwelche Kabel oder sowas gelöst haben. Und wenn der Motor wirklich futsch sein solle, dann gibt es einen neuen Motor von Bosch. Alles in allem wird diese Prozedur allerdings 4 Wochen dauern. Ist jetzt wiederum nicht so tragisch, weil ich ab Juni auf der Elbe unterwegs sein möchte. Und da brauche ich kein E-Bike. Also, ich hoffe, es geht gut. Und jedenfalls dieser Fahrradladen hier gefällt mir sehr gut. Bin auch gerade noch mal bezüglich Neukauf sehr gut beraten worden. Und das gefällt mir. Wie immer möchte ich, will ich flexibel reagieren auf überraschende Situationen. Und es ist immer möglich, dass irgendwas kaputt geht. In diesem Monat Mai hatte ich insgesamt 3.500 Euro Autoreparaturkosten. Auch überraschend beim neuen Duster, 5 Jahre alt, zweite Mal zum TÜV.
60.000 Kilometer zeigte sich, dass die Bremsscheiben verrottet waren. Wahrscheinlich durch zu langes Stehen im hohen Westerwald bei hoher Luftfeuchtigkeit. Da hat mich TÜV plus 60.000 Kilometer Inspektion plus neue Bremsscheiben hat mich mal gerade satte 1.600 Euro gekostet. Dann war beim alten Duster plötzlich zum schon wieder mal eine Einspritzdüse futsch. Und das führte dazu, alle Einspritzdüsen bei 190.000 Kilometer Stand zu erneuern. 1.400 Euro. Und dann waren noch ein paar andere Ausgaben. Also jedenfalls sind meine Finanzen gerade arg geschrumpft. Und deshalb konnte ich mir eben auch nicht mal einfach auf die Schnelle ein neues E-Bike kaufen, obwohl ich in dem Laden Emotion in Hanau schon prompt ein passendes gefunden habe, ähnlich wie Flyer, aber mit Zahnriemen, was ich sehr liebe, mit Zahnriemen und mit Rücktritt, also drei Bremsen, Zahnriemen, wartungsfrei ziemlich. Aber mal eben 4.500 Euro, die hatte ich da nicht auf der Pfanne. Also mein altes E-Bike, was hier hinten gerade runterhängt, wird nochmal repariert, Motor wird gecheckt und eventuell ein Austauschmotor, ein neuer Motor. Aber jetzt mache ich nochmal etwas. Der Werkstattmeister hat gemeint, möglicherweise sind nur Stecker locker. Und jetzt versuche ich mal an Stecker dran zu kommen. Ich lade mir das Fahrrad jetzt hier ab, stelle es auf den Kopf, gucke, ob ich das Gehäuse des Motors abkriege, um zu gucken, wo Stecker reingeführt werden. Drehen will. Das ist normal easy. Ein bisschen Bordwerkzeug habe ich immer dabei. In einen wasserdichten Packsack, eine Akkupumpe, Schlauchflickzeug, Ersatzschlauch, ein paar Imbusschlüssel und eine Mini-Ratsche mit Spacks, tralala. Mal gucken, ob irgendwas passt. Besteht jetzt darin, wie komme ich an den möglichen Stecker dran, der ja vom Akku in den Motor geht, um dann den Motor in Gang zu bringen. Das war der Verdacht des Meisters hier bei Emotion, der sagt, vielleicht hat sich nur der Stecker gelockert
oder durch hohe Luftfeuchtigkeit kein Kontakt mehr. Und da könnte ich ja mal probieren, ob ich dran komme. Und wie immer, um irgendwas an einem Fahrrad zu machen, braucht man eben Spezialwerkzeug. Und das habe ich in der Regel so nicht. Müsste funktionieren. Also mein Versuch, die Verkleidung des Bosch-Motors an meinem E-Bike zu entfernen, um an mögliche Steckverbindungen zu kommen, Stromsteckverbindungen von Akku zu Motor oder von Monitor zu Akku und Motor, ist mir nicht gelungen. Hat mir das Werkzeug gefehlt, das Know-how gefühlt. Gefühlt hat mir das. Das heißt, gefühlt habe ich zwar das Werkzeug ungefähr gehabt, aber ich habe es trotzdem nicht abbekommen. Also, bleibt mir nichts anderes übrig, wie jetzt 4 Wochen ohne E-Bike auszukommen. Wird mir nur die nächsten Tage etwas schwer fallen und auch am Wochenende und so. Aber da plane ich eh, wie schon jetzt mehrmals gesagt, Kanutouren mit Klappradbegleitung. Wetterwarnung als sehr gefährlich. Starkregen, starke Gewitter heute Nachmittag. Und jetzt beginnen auch schon die ersten Regenwolken heranzuziehen. Habe ich beschlossen, meine Tour nicht fortzusetzen, sondern zurückzukehren nach Büdingen und abzuwettern hier bei Astrid auf der Alm oder so ähnlich. So, ich war da gerade einkaufen und auf 50 Meter bin ich schon fett nass geworden. Das Pisswetter von Pfingsten nimmt seinen Fortgang. Und wenn ich mir die 16 Tage Wettervorhersage anschaue, dann sind 10 Tage davon mit Gewittersymbol. Entweder spinnen die Wettermacher oder das Wetter spinnt. War klar, es war die richtige Entscheidung, zurück nach Büdingen, zurück nach Hause. Denn bei dem aktuellen Wetter macht das Vagabundieren im Pennerauto und Kanufahren und Klappradfahren im Tal des Mains absolut keinen Spaß.